So, hallo, wir machen weiter bei Cadence of Hyrule und kleine Anmerkung zu dem ganzen Asynchron-Kram. Ich habe wieder nichts geändert an den Einstellungen. Ich habe gerade vier Testaufnahmen gemacht. Alle vier Testaufnahmen waren synchron. Ich verstehe es nicht. Ich habe, wie gesagt, nichts geändert. Ich habe auch vorhin, nicht vorhin, aber in der letzten Aufnahme nichts geändert. Trotzdem war es da nicht so synchron. Es war nicht sehr stark asynchron, aber man hat es halt gemerkt. Aber gut. Ich habe hier gerade, wie gesagt, eine Testaufnahme gemacht, deswegen ist hier auch dieser Abschnitt hier schon aufgeräumt. Und wie ihr seht, nicht nur die Aufnahme war synchron, sondern auch mein Spiel, denn ich habe zwei Diamanten bekommen. Hier fürs Aufräumen. Was sehr gut ist. So, aber jetzt sollte also wirklich, wenn man den Busch zerschlägt, jetzt auch der Sound gekommen sein. Jetzt. 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 Und es war ja. In der letzten Aufnahme war es ja so, ich habe den Busch zerschlagen und so ein bisschen später kam dann erst der Sound. Ne? Und das war ja dann das Asynchrone. Gut, ja, in der letzten Folge, storytechnisch, haben wir den Hylia-See geklärt. Allerdings haben wir den Prinz noch nicht. Ich weiß nicht, wie man den wach kriegt. Ich werde jetzt einfach mal in der heutigen Folge, werde ich mich jetzt in die Richtung begeben, hier nach unten. Da so runterwärts. Hier so. Und mich da umgucken. Ne? Das ist so der Plan. Und ja, ich werde jetzt auch nach jeder Aufnahme kontrollieren, ob sie synchron war oder nicht. Also, das will ich halt echt nicht nochmal haben. Also, ich werde jeden Part kontrollieren. Es ist halt echt komisch, weil, wie gesagt, die Aufnahmeeinstellung hat sich halt nicht geändert. Deswegen hätte es eigentlich passen müssen. Aber es hat halt nicht gepasst. Keine Ahnung. So. Genau, hier kommen wir jetzt auch durch. Das ist jetzt auf der anderen Seite vom Wasser. Oh, da komme ich nicht an. Ist das Gerudo? Das wird Gerudo, oder? Also Gerudo wäre die Tee, meine ich. Nein, ich bin nicht sicher. Nee, ist nicht Gerudo. Dann liegt so ein Viech drin. Ja. Doch, es ist Gerudo, sag ich doch. Wie komme ich seitdem daran? Ist der auf einem Sandhaufen? Kann ich den wegschaufeln? Oh, immer noch Gegner hier. Das da vielleicht? Ah, hier. Jetzt ist er weg. Oh, jetzt ist es ganz ruhig geworden. Guck mal, hier sehe ich schon, da kann ich sprengen. Und das hätte man auf der Karte wahrscheinlich auch gesehen. Nur ein kurzer Kontrollblick auf die Karte. Genau, ne, da ist so eine Treppe eingezeichnet. Hier ist also irgendwo eine Höhle. Was ist das hier? Hä? Das da oben, da ist doch so ein... Was ist denn da in der Dings? Guck mal, da ist doch was im Ist das Deko? Es ist da unten auch. Da unten ist es auch. Es ist Deko. Okay. Gut, dann gehen wir sprengen und gucken mal, was hier in der Höhle ist. Bäm. Kein Gegner auf jeden Fall. Ah, der bewegt sich genau anders wie wir. Aber ich muss mich dafür auch wirklich bewegen. Okay, das heißt, ich muss das hier drüben machen. Ja gut, dann ist es ja kein Thema. Ah, der hat jetzt einfach richtig viel Kohle gegeben, ja? Und ansonsten ist hier nichts. Okay. Ja, scheint so. Ja gut. Also man sieht, die Rubine kriegt man relativ schnell sogar wieder zusammen. Es wäre halt schlauer, sie auszugeben, wenn man sie mal zusammen hat. Jetzt gucken wir gleich mal da runter. So viel zum Thema Rubine ausgeben. Also Krabbelminen haben wir, die brauchen wir nicht. Das ist wahrscheinlich ein, keine Ahnung, Graben. Aber eine Schaufel haben wir. Ist das eine spezielle Schaufel? Nee, ist einfach eine Schaufel, ne? Also das nützt jetzt nichts.
Aber hier kann ich mal reingucken. Toll. Das wären jetzt 10 Pfeile, die ich nicht nutzen kann. Super. Das war ein echt nutzloser Laden. Hat der was anderes, wenn ich nochmal reingehe? Nein. Na toll. Na gut. Aber bevor man die Rubine einfach verliert, ist es so immer noch sinnvoller. Naja, was heißt sinnvoller? Ach Mist. Ich darf nicht reden dabei. Kommst du runter? Yes. Ach dumm. Nicht aufgepasst. Ja. Das war schlecht. Ah, da muss ich ausdrucken. Da muss ich ausdrucken. Okay. Ah, billigerer Laden. Ja Mensch, der hätte es dann nur noch 40 gekostet oder was? Ah, warte, ich sehe da aber was. Der hat hier hinten Rubine. Kann ich da rumbuddeln? Nützt. Aber es bringt ja eigentlich kaum was, ne? Ja, nee. Angreifen werde ich jetzt auf keinen Fall. Ich weiß, man kann ihn angreifen. Das werde ich schön lassen. So, komme ich hier runter? Kann ich das da sprengen? Bestimmt nicht. Oder bin ich schon am Ende der Karte? Ah, ich bin am Ende der Karte. Never mind. Dann kann ich das nicht sprengen. Ach ja, ich hätte gar nicht außen rum gemusst. Ich kann ja einmal durchs Wasser. Ich kann ja einmal durchs Wasser. Okay. Wir haben mittlerweile halt auch schon so viel Energie, dass ich mich einfach reinstürzen kann. Und Oh. Komm raus. So. Und durch die, durch den Speer ist das Kämpfen halt auch echt viel angenehmer geworden, sodass man überhaupt nicht Probleme hat wie in der Demo. Hätte ich in der Demo mal den Speer gefunden, ey. Mich ein bisschen besser angestrengt. Da wäre vieles leichter gewesen. Wo ist jetzt noch ein Gegner hier? Wasser? Da, wo der Topf ist vielleicht. Wo ist noch ein Gegner? Da? Nein. Da! Du bist einer. Meine Herren, so. Jetzt muss ich aber nochmal neu los, weil ich den hier ins Wasser gesetzt habe. War dumm. Oh, neue Musik. Okay. Kann man mitnehmen. Das ist jetzt wieder Gerudo Valley. Ich bin ja doof. Ja, ja. Sehr schön. So, ich sehe da auch schon wieder was. Ja, das da sehe ich nicht. Das da sehe ich.
mit Gegnern diesmal. Ach ja, mir fällt da was ein. Wir wollten ja... Oha! Ich wollte gerade sagen, die könnten ein bisschen stärker sein. Wir wollten ja uns mal den einen Abschnitt anschauen, wo wir noch ausgelassen haben. Mist jetzt hier. Ach, guck mal, jetzt ist kein Herzcontainer mehr. Also kann man zweimal Herzcontainer kaufen. Okay. Aber dann ist jetzt hier auch nichts, was ich unbedingt kaufen möchte. Ich meine, ich kann eine Schaufel kaufen und ich kann eine Fackel kaufen. Aber viel bringt mir das jetzt hier nicht. Na, jetzt können wir mal hier rüber und das Ding da klären. Ist jetzt halt wieder schade um die gut 200 Rubine, aber... Ich hatte ja auch keine Möglichkeit, sie auszugeben, insofern. Was machst du? Was willst du machen? Ist halt so. Man kriegt das Geld ja zusammen, so ist es ja nicht. Nice! Und das ist ja nach wie vor, ne? Hier kann man eigentlich wirklich komplett alles farmen. Vor allem im Moment bin ich halt... Kriege ich jetzt jedes Mal zwei Diamanten, weil ich voll im Rhythmus bin, ne? Könnte mich einfach Diamanten farmen, solange man das nicht klärt, das Gebiet anscheinend. Die verlorenen Wälder. Voll gut. So, aber wir wollen wieder hier raus. Und da in die Höhle. Die Höhle mal machen. Den Raum mache ich jetzt auch gar nicht. Ich will die Höhle machen. Na genau, die Gegner hatten wir da gesehen. Und da dachte ich damals, das könnte ganz schön krass werden. Aber nachdem wir jetzt eh gerade gestorben sind, kann ich es auch einfach probieren. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Da oben. Na nice. Okay. Da gibt es diese Truhe und an die komme ich ran, wenn ich den Stein darüber bringe. Ja, dann ist es natürlich schon wichtig, dass ich die Schaufel habe, weil ich hätte jetzt keine Schaufel gehabt, um hier ranzukommen. Nice! Das ist ja was für die Ewigkeit. Drei Diamanten einfach so. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Gut. Dann räumen wir uns hier trotzdem mal auf, wegen der Truhe da oben. Und auch, weil es eh Diamanten gibt. Jetzt geht er wieder weg. Wo ist denn jetzt hin? Da. Mist, ich dachte jetzt, das war's. Wo ist denn der letzte Gegner hier? Ah, die verstecken immer. Wo ist denn noch einer? Muss denn hier unten sein? Ach, da. Habe ich dich auch gesehen. Gut, also ich muss wieder hier rein. Hier raus. Schieb. Und dann komme ich hier rein. Nice! Das war natürlich auch sehr gut jetzt. Okay, prima. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf der Karte einfach mal hier weiter hoch. Ne? Könnte man eigentlich mal machen. Also es sind ja noch drei Dungeons. Der eine ist hier. Der andere ist hier. Und den anderen sehe ich gerade nicht. Da! Da, direkt über dem Hylia-See-Ding. Da ist der letzte Dungeon. Okay. Also, na, man könnte... Hier habe ich aber jetzt gerade nichts zum Hinteleportieren, deswegen gehe ich da gerade noch nicht weiter auch. Ja. Gehen wir einfach mal hier weiter nach oben. Gucken, was wir finden. Da ist eine Höhle auf jeden Fall. Das war schlecht. Ah, ich mach Quatsch. Ich mach Quatsch. Entschuldigung. Ah. So.
Wo ist noch ein Gegner jetzt? Da oben. Hier habe ich auch gleich wieder was zum Hinteleportieren. Kommst du bitte her? Ist das dein Ernst? Na gut. So, wie gesagt, hier habe ich auch gleich wieder was zum Hinteleportieren. Zack. Und Schuhe. Alles klar, nehmen wir mit. Was ist das jetzt für ein Ring? Wenn man das halt lesen könnte. Aber das ist auf dem hellen Hintergrund. Hohe Verteidigung, das andere war hoher Angriff, oder was? Ach nee, Sofortbomben brauche ich nicht. Okay. Gegnerhöhle. Ah, dumm. Dummer Kolle. Oh, was ist denn das für ein Gegner? Ach, das ist der da. Ups, habe ich nicht realisiert. Habe ich nicht realisiert, war dumm. Oh je. Oh je. Wo ist jetzt noch einer? Da. Wait, ist das... Das ist doch ein Leune. Ich weiß nicht, ob ich den befreien will. Komm ich überhaupt ran? Oh ja, mit einer Bombe. Oh Gott. Wie viele Herzen wird er haben? Oh mein Gott! Ja, es ist ein Leune. Genug Herzen hat er. Aua! Yep. Schwarzer Leune sogar. Da muss man ein bisschen mehr außenrum. Da einfach so drauf ist nicht so die beste Idee, wenn man zu wenig Herzen hat. Seht ihr das? Na, der greift ja an währenddessen. Ah. Oh, bei dem brauche ich eine ordentliche Taktik. Na, guck mal, hier gibt es einfach nichts Vernünftiges. Ne, Bomben kaufe ich mir bestimmt nicht. So, aber wir gehen wieder zum Leunen. Ich gehe mal vorher noch... Einmal hier hin. Versuchen es dann jetzt nochmal. Vielleicht mit voller Energie auch mal. Ich hab gerade. Jetzt sterbe ich. Jetzt habe ich Quatsch gemacht. Ah, Mist, ey. Das werde ich jetzt noch nicht hinkriegen. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt sterbe. Es ist ja nichts passiert eigentlich. Gut. Also direkt angreifen geht aber auch nicht. Wie mache ich das denn am blödsten? Auch eine Schaufel. Die Fackel brauche ich eigentlich nicht. Direkt angreifen ist keine gute Option beim Leunen. Aber was vor allem keine gute Option ist, ist, mit wenig Energie in den Leunenkampf zu gehen. Okay, da sind immer die gleichen Schuhe drin. Jetzt versuchen wir erstmal, hier nochmal Herzen zu holen. So will ich eigentlich schon wieder gar nicht runtergehen. Ah, na gut, die ersten Gegner können wir ja auch so wirklich besiegen. Das da hinten ist halt doof, das Viech. Komm mal her erstmal. Ja, bitte. LOL! Oh, das war blöd. Oh boy! Ich bin so doof. Wow.
Kann ich doch jetzt schon knicken. Wenn die mir nicht gerade Herzen geben, das werden sie nicht. Aber auch ein halbes. Nee. Das bringt so nix. Leider nichts gegeben. Das ist nicht so das, was ich möchte hier. Warte mal. Ah, ich kann den nicht dadurch sagen. Schade, das wäre cool gewesen. Ah, ich weiß nicht, wie ich den angehen soll. Bringt mir die Feder irgendwas? Könntest du mal probieren. Oh Mist. Oh nein. Kommt jetzt hier nach hinten. Holy shit, hab ich gerade. Wie viel Schaden habe ich mit dem Sprung gerade gemacht? Das ging ja gut. Eigentlich. Wenn ich da mit mehr Energie reingehe, sollte das was werden. Also hier keine Energie verlieren im besten Fall. Sagte er und lässt sich komplett verprügeln. Aber ist okay. Bin ein Held. So, was haben wir jetzt gerade für Schuhe? Erhöhen von dir ausgeteilten Schaden um 1. Die würde ich behalten. Was sind das hier für welche? Erhöhen deine Verteidigung, reduzieren zu den Schaden um 0,5. Nein, ich möchte lieber plus 1 Schaden machen. Das ist deutlich besser. Du musst halt nur treffen. Komm her. Da oben nämlich eigentlich mit einem Schlag erledigt, ne? Nice. Und dann mache ich beim Leunen ja auch 2 Schaden. Oh, komm schon, jetzt nicht versauen. Oh, der ist fix. Nice! Autograben. Automatik-Schaufel gräbt automatisch, wenn du dich bewegst. Ah. Ja, okay. Ja, gut. Hat sich das jetzt gelohnt am Ende? Ich weiß es ja nicht. Wir haben den neuen besiegt. Hurra. Aber ich bin so oft gestorben. Gut, ich habe allerdings immer wieder mich in den Diamanten geholt. Am Ende habe ich jetzt mehr Diamanten rausgeholt, ne? Ich habe keinen verloren am Ende. Ja. Aber Leunen. Sie haben Leunen in dieses Spiel eingebaut. Seid ihr denn des Wahnsinns? Schlüssel? Ach stimmt, der andere Schlüssel ist ja weg. Hm.
Endgegner, wo denn? Hier dann oder was? Ach, da! Da läuft er zurück. Noch ein Schlüssel! Ah, jetzt wäre es wieder blöd zu sterben, weil wir zwei kleine Schlüssel haben. Was eigentlich cool ist. Oh, weia. Da ist aber wieder ein Speicherpunkt. Also nicht ein Speicherpunkt, aber so ein Ding, ne? Oh! Oh, was macht... Was machen die denn? Ah, okay. Das Gute ist, wir machen ja gerade doppelt Schaden. Das ist gerade echt sehr gut. Ah, das war's schon. Da ist so viel Zeug. Da ist noch was. Aber jetzt speichern wir erstmal. Aber dann gehen wir mal da runter. Das habe ich gesehen. Ah ja. Das behalten wir jetzt halt so lange, wir kämpfen. Hier. Da war schon wieder weg. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Achso, jetzt buddelt er automatisch, wenn ich da vorbeilaufe. Naja, gut. Das kann auch mal ziemlich schief. Ah, das war dumm. Was bist du denn? So. Okay. Das war interessant. Mit dem kann ich gar nichts machen. Aber ich kann ihn sprengen. Wow, das waren schon wieder viel zu viele Rubine für mich. Das kann ich verschieben. Da ist einfach mal ein Diamant hinter dem... Okay. Das sind interessante Verstecke, mit denen ich jetzt nicht gerechnet hätte, muss ich gestehen. Also wenn man buddelt, kann man auch einfach mal einen Diamanten finden. Sick. Okay. Alles spannende Entdeckungen auf jeden Fall. Gut. Wir haben schon wieder so viele Rubine. Ich würde jetzt gerne was kaufen irgendwo, aber es gibt ja... Ich meine, es gibt den einen Laden da drüben. Hier gab es einen Laden, aber der hatte nichts Neues, ne? Der hatte die Flasche und das war's. Hat jetzt was... Ja, der hat nichts mehr. Ach so. Und ansonsten da unten halt. Aber hat der jetzt was Besseres? Laufen wir mal kurz runter. Lol, jetzt haben die da auch noch den Weg gebaut. Das hätte man also auch machen können. Ah, das ist schon wieder weg, der Weg. Ich weiß aber immer noch nicht, wie sich der... Der Dings, Komm, machen wir den Raum mal schnell. Wir sollten uns nicht vom Training scheuen und schön Diamanten sammeln. Und die Schaufel ist gleich weg. Ich sehe das schon. Da oben ist der letzte Gegner. Nein, gar nicht wahr. Hier ist der letzte Gegner. Habe ich es versaut. Schade, das hätten zwei Diamanten sein können. Wir hatten die ganze Zeit den Dings unten, den Bonus, aber naja. Am Schluss habe ich es dann nochmal verhauen. Ach ja, hier war das. Hat sich erledigt. Und hier war schon der Schock. Ah, der hat aber dann nichts Neues. Okay. Also ist das ein Job, der für uns absolut uninteressant ist. Aber wenn wir eh schon wieder hier entlang sind, dann können wir auch da weiterlaufen, wo wir vorhin gestorben sind.
Na, dann gehen wir da wieder hin. So, wo ist jetzt noch ein Gegner? Da. Nice. Das hat's gebracht. Und was kriegen wir hier drin? Ach ja, der billigere Laden. Im Moment haben wir aber gar keinen Ring, von daher können wir den auf jeden Fall tragen. Ah, ich mach Quatsch. Ah, die Schuhe sind kaputt. Kann das sein? Weil ich mache schon wieder viel zu wenig Schaden. Ho! Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. War die so schnell unten? Wie ist das denn passiert? 1,5 hat der weggemacht? Huch! Das war ja nicht so gut. Aber okay. Also Schaufel würde ich immer mitnehmen grundsätzlich. Fackel sehe ich nicht. Bomben haben wir. Krabbelminen brauche ich nicht. Gut. Ja. In welche Richtung wollen wir grundsätzlich weitergehen, ist die Frage. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man den Prinz hier weckt. Das ist, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich da noch was dafür. Die Ornifeder hat mir jetzt bisher noch nicht so viel genutzt. Also das sind irgendwie so Items, die nicht unbedingt so krass sind, wie man gedacht hätte. Gehen wir einfach mal hier hin wieder und gehen dann weiter nach oben mit der Karte. Jetzt mein Vorschlag. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem, dass ich nicht mehr doppelten Schaden mache. Na, aber den haben wir direkt wieder reinbekommen. Den Diamanten. So eine Fackel bekommt man einfach unterwegs. So, was war hier? Ich hab schon wieder vergessen. Ach ja, der Raum. Ist der Diamant dann jetzt wieder da? Nein. Also das ist dann auch... Wäre so Zufall. Aber jetzt ist dieser komische Wurm wieder da, ne? Ah! Ich bin sowohl verwirrt als auch in diesem komischen Schleim gewesen. Das war nicht so angenehm. Nee, jetzt ist der Wurm überhaupt nicht vorgekommen. Jetzt ist hier auch keine Truhe. Interessant. Ist jetzt hier irgendwas, was ich... Oh. Aha, ich kann das anzünden. Ist jetzt hier irgendwas, was mir noch was nützt? Oder war es jetzt einfach nur der Raum? Seht ihr schon kommen, wenn wir dann mal Diamanten Rubine brauchen, dann haben wir keine. Und die ganze Zeit hatten wir welche und sind immer gestorben damit. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Nein. Selbst die Truhe hier ist nicht da, okay. Sehr interessant. Gut, dann. Was ist das eigentlich? Ganz normaler Grabstein. Dann, wie gesagt, gehen wir nächstes Mal hier drüben weiter hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, kontrolliere jetzt erstmal, ob der Part synchron ist und sage Tschüss.